Glaub es oder nicht, wir sind in der 10. Woche. Der Bus ist relativ gut vorangeschritten, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt die Woche Urlaub, das heißt, ich werde jetzt nahezu 4 oder 5 Tage komplett an dem Fahrzeug arbeiten und ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen vorankomme und es soweit diese Woche abschließe, dass A, die Standheizung drin ist, B, die Möbel drin sind und ich immer kurz fahrbereit kriege, zumindest, dass ich mal eine Nacht irgendwo mich hinstellen kann und das Fahrzeug ausprobieren kann. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich da draußen machen werde, weil eins wird wahrscheinlich in Summe zu lang werden. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem hier an. Morgen fahre ich nach Nürnberg, da bekomme ich einen Tisch, den habe ich im Internet gefunden bzw. angeboten gekriegt. Da gucke ich mir das Teil morgen mal an und schaue, ob der bei mir reinpasst. Ich würde jetzt gar nicht so lange rummachen. Auf geht's, viel Arbeit, viel Stress und ab! Mahlzeit. Heute ist Sonntag und ich werde jetzt mal nach Nürnberg fahren, da ich da einen Kollegen getroffen habe, der einen Wohnmobil-Klapptisch verschenkt, für lau, vergibt, wie auch immer. Das Teil schaue ich mir jetzt mal an und nehme es dann auch mit, dass man es dann auch direkt mal restaurieren kann und vielleicht passt es dann sogar so in den Bus rein, wie ich mir das vorstelle, gegebenenfalls mit einer anderen Klappe. Schauen wir mal, ich fahre jetzt einfach mal hin und schau, was mich erwartet. Bis denn. Schauen wir mal, ob wir es so lassen oder ob wir noch was ändern. Die Tischplatte ist auf jeden Fall zu groß. Aber hier mit dem Mechanismus. Nicht schlecht. Gut, ich bin jetzt gerade aus Nürnberg wiedergekommen und war auch schon in der Werkstatt und habe meinen neu ergatterten Tisch schon mal in den Bus gestellt, um mal zu gucken, ob das denn überhaupt generell so reinpasst. Die Platte haue ich runter, das Gestell mache ich nochmal neu bzw. schleife ich ab und werde es dann neu lackieren wahrscheinlich. Auf jeden Fall dafür, dass das Teil für umsonst war, ist es echt tipptopp. In diesem Sinne sage ich auch nochmal Daniel, vielen Dank. Er wird auf jeden Fall einen ehrenvollen Platz im Bus bekommen. Und ich denke mal, morgen werde ich dann direkt auch mit diesen Sachen anfangen. Ich möchte zumindest mal schauen, dass ich so weit fertig machen kann, dass ich mal 1-2 Tage noch mal das Auto ausprobieren kann und irgendwo hinfahren kann. We will see, wie der Franke so sagt, abwarten und los geht's.
Ich würde mal behaupten, der Dremel macht es nicht mehr lang. Der Umbautag der Hardcore-Woche ist geschafft. Wir haben mittlerweile 22 Uhr, ich bin noch in der Werkstatt. Aber ich habe jetzt das geschafft, was ich heute schaffen wollte. Sämtliche Beleuchtung funktioniert, inklusive den kleinen Touchlampen hinten. Und wie man es hört, die Standheizung funktioniert, ich habe sie angeschlossen. Es fehlt jetzt bloß der Auslass, der hängt jetzt gerade noch hier unten drin. Es steigt jetzt auch gerade von 11 Grad, ist er schon auf 16 Grad hoch, das heißt, sie läuft auch einmal frei. Ich habe jetzt aktuell da hinten nur einen Dieseltank in so einen kleinen Kanister reingemacht, da muss ich mal gucken, ob ich das so lasse, weil ich denke, auf Dauer ist es nicht cool. Die Lautstärke von der Pumpe, die wird man auch immer hören, aber gut, ich hätte sie auch nach außen verbauen können. Ich werde den Bus jetzt irgendwann demnächst mal rausstellen und mal einen Dauerlauf machen im Bus und schauen, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Für heute ist Abbruch. Morgen früh bzw. morgen Mittag geht's weiter. Bis dahin.